Alle 30 Tage verändern wir unsere Gewohnheiten. Hi, hier ist der Alex. Und der Stefan. Vom Monat Mob. Yeah! Yeah! Wir haben gerade das Licht angemacht, Leute, weil es ist noch recht dunkel außen. Ja, wie hast du gesagt, der früheste Termin, den du je hattest, seitdem du selbstständig bist, oder wie? Ja, zumindest an den ich mich erinnern kann. Ja. Also normalerweise fange ich so Richtung 8:30 das Arbeiten an und wir haben uns vorgenommen, heute die Folge eben noch aufzunehmen, bevor du alles Mögliche tust und ich natürlich auch. Und dann haben wir jetzt um 7:30 vereinbart. Jetzt ist es 7:45 und ja, ja, wir sind gut zu sehen durch das Licht. Ja, dann ist höchste Zeit einzusteigen. Magst du vielleicht gerade anfangen? Was hast du seit der letzten Folge so gemacht? Ja, letzte Folge war vor 10 Tagen. Ich habe einen schönen Blogpost veröffentlicht nach 15 Tagen. Dann können diejenigen mal reinschauen, die es noch nicht gesehen haben, mit schönen Bildern. Und Highlights bei mir waren Drachensteigen mal wieder. Das war sehr schön, ist immer schön. Und was ich auch noch gemacht habe, ist Jonglieren. Ich habe mir meine Freundin mal so Jonglierbälle geschickt oder geschenkt. Und die, ja, bin jetzt dabei, das auszuprobieren und ich habe es bis jetzt in der Wohnung gemacht, jetzt habe ich die Möglichkeit genutzt, das mal außen zu machen und das war interessant, weil ich das ja noch nicht so gut kann und wenn man sich da hinstellt auf so eine Wiese und dann anfängt mit den Bällen so rumzuhantieren, dann gibt es ja Leute, die vorbeikommen und die dann schauen, was man tut und wenn dann ja, nach 5 Sekunden die Bälle runterfallen, ist das halt irgendwo. Also man ist ja gewohnt, wenn sich jemand hinstellt außen, dass der das auch kann. Bei mir ist das halt nicht der Fall, deswegen war das so für mich die Übung dann auch, ja, nicht zu viel drauf zu geben, was die Leute denn da von einem denken. Das stimmt, ja. Das ist schon, hast schon vorausgegriffen, du bist eigentlich schon in einem anderen Monat jetzt mit der Übung quasi. Bisschen, weil mir war das unangenehm, also das habe ich gemerkt. Von daher klar. Kann man doch noch was tun. Aber das, ja. Also ich habe dann immer gemerkt, wenn jemand da ist, dann fallen sie mir viel schneller runter, die Bälle. Und zum Teil alle drei und das ist dann, ja, da einer, da einer, da einer. Aber das war. Also genau, das war so ein bisschen rausgehen und auch noch rausgehen aus diesem, was denken Leute über mich. 2 Übungen in einem. Na, aber ich sehe, da ist auf jeden Fall noch Bedarf da, das weiterzumachen. Ja, ich freue mich auf jeden Fall schon, wenn du jonglieren kannst, dann kannst du es mal während so einer Folge einfach machen, dann fliegen, ohne dass man deine Hände sieht, so die Bälle einfach durchs Bild die ganze Zeit. Ja, dann brauche ich noch jemanden, der fotografiert. Du warst Drachensteigen, ne? Genau, ich war auch Drachensteigen. Ich war allerdings zum ersten Mal Drachensteigen. Das war, ja. Ich habe es dir quasi nachgemacht. Was habt ihr für Drachen gehabt? Ein Lenkdrachen, ja. Cool. So ein, der sah eigentlich ziemlich ähnlich aus zu dem, den du auf deinen Bildern hattest. Mhm. Na. Was am Camino hast du geschrieben? Ja, also da war zumindest. Also für alle, die es nicht kennen, Camino de Santiago, der Jakobsweg. Ja. Und da bei uns ums Eck in Kalchreuth heißt es, da war zumindest die Muschel abgebildet. Das ist ja das Symbol von dem Jakobsweg. Und es gibt ja in dem Sinne nicht den Jakobsweg, sondern der am Anfang gibt es da ja ganz viele verschiedene Routen, die man laufen kann. Und der läuft ja erst irgendwann zusammen. Und okay, dann ist das wirklich echt, weil ich habe gedacht, das war einfach ein Aufkleber, den jemand aus Scherz da auf einen Stein geklebt hat. Ich meine, es könnte natürlich theoretisch sein, aber ich glaube es eigentlich nicht. Das ist dann so ähnlich wie meine Moschee hier um die Ecke, wo ich immer in Istanbul dann kurz bin, falls das jemand gelesen hat. Genau. Ja, ist interessant, Spaß muss sein. Es ist interessant, was man alles entdeckt, wenn man rausgeht. Ja. Dass man in Spanien bzw. in der Türkei wohnt. So schnell geht's heutzutage, Globalisierung macht's möglich. Ja, genau. Was haben die anderen Leute so gemacht? Die Christine zum Beispiel, sehr bewundernswert, dass die jeden Tag 30 Minuten raus ist, obwohl sie krank war. Also, ich glaube über 4-5 Tage oder so. Sie hat sogar Fieber gehabt. Ja. Jeden Tag rausgegangen. Dann die Hanna ist immer mit ihren 2 Kindern unterwegs. Und
der Vater ist jetzt wieder auf Arbeit, so wenn ich es richtig verstanden habe. Sie ist allein mit den Kindern, was eine Herausforderung ist, dann trotzdem noch rauszugehen, finde ich. Voll gut. Mhm. Ja. Und Silvia macht oder bringt uns täglich Updates von ihrem Balkon, auch interessant, immer. Und dann gibt es noch einen Frank mit einem sehr guten Feedback hier, unser Leser im Hintergrund. Genau, so hat er sich selber genannt, weil er lange einfach nur gelesen hat und selber nichts gepostet. Und dann irgendwann, also aus dem Nichts, kamen dann folgende Zeilen. Vielen Dank, Monatsmob, für so viel tolle Beiträge, so viel Inspiration, für die Motivation, bewusst sich Momente zu nehmen und den Blick ein wenig offener und klarer auf die schönen Dinge da draußen zu richten. Was ihr macht und wir draus machen dürfen, werden und nutzen, ist einfach großartig. Weiter so. Das ist natürlich... Vielen lieben Dank an den Frank. Das, ja. Das motiviert natürlich auch uns, da weiterzumachen. Oder jeden, der in der Gruppe ist. Also das ist echt schön zusammengefasst, wie sich das entwickelt bei uns, finde ich. Mhm. Weiter so, genau. Und weiter so, wir sind gerade dabei, die Abstimmung für den nächsten Monat durchzuführen, für diejenigen, die es noch nicht mitbekommen haben. Und wir lassen das noch laufen bis, was haben wir jetzt vereinbart, bis morgen Abend, Mittwochabend oder Donnerstag? Bis morgen Mittwoch. Also ich denke, es sieht so aus, als ob die allermeisten Leute schon abgestimmt hätten, aber lassen wir es mal noch bis morgen Abend. Dann ja. Vielleicht kommen noch ein paar, wir tun den Link nochmal unter das Video hier, unter dem Podcast. Genau. Oder wenn ihr den Podcast auf iTunes hört, dann einfach auf monatsmob.de gehen, da findet ihr den Link dann zur Abstimmung, falls ihr noch nicht abgestimmt habt. Genau, und ihr könnt entweder auf Facebook oder auch ohne Facebook abstimmen. Genau. Ja. Und dann zählen wir das am Ende zusammen und dann schauen wir mal, ob wir lächelnd rausgehen nächsten Monat oder ob wir dann alle entspannen, was beides gut ist. Also die beiden sind bis jetzt klar in Führung, im Gegensatz zu einem Menschen eine Freude machen, aber das machen wir dann sicherlich auch noch oder machen wir jetzt auch schon nebenher. Also ich hoffe doch, dass es jeder mal zumindest von Zeit zu Zeit macht. Ja. Ja. Und wir machen euch ja auch eine Freude mit dieser Aktion, hoffentlich. ja, dann vielleicht noch ganz kurz am Ende, du hast ja auch noch einen Blogbeitrag geschrieben, hast kurz zusammengefasst, was du in den ersten 15 Tagen gemacht hast und hast dann ja auch noch ein kleines Fazit geschrieben. Also da das ja hauptsächlich auch so auf deinen Wunsch hingegangen ist, die Aktion, was hast du denn jetzt so in der ersten Zeit gelernt oder wie fühlst du dich dabei rauszugehen? Es wird immer besser. Also was ich ja schon habe oder am Anfang vor allem hatte, ist dieses lang Eingeübte, dass ich mir immer einen Ruck geben muss, rauszugehen. Und das ist, vor allem wenn man außen keine Termine hat oder sich nicht trifft mit Leuten, ist es einfach schwer für mich gewesen. Ist es immer noch. Aber jetzt zum Beispiel die letzten 2 Tage ging es wieder voll einfach, weil ich wusste, da ist die Petra da, da gehen wir raus, weil das Wetter so geil war. Wir haben auch vornherein schon gesagt, wir gehen raus. Gestern war Yoga, da muss ich raus. Also da ist es richtig einfach. Aber wenn ich dann keinen Termin außen habe, dann muss ich mir schon überlegen, was tue ich. Und wenn ich dann das so von mir wegschiebe während des Tages und immer sage, ja, ich überlege mir später, was ich tue, dann wird es nur schwerer. Wenn ich am Anfang des Tages schon überlege, was ich genau tue oder mir vornehme, ich gehe Drachen steigen lassen, dann ist es einfacher. Aber es ist schon noch dieses, eigentlich habe ich keine Lust, eigentlich müsste ich arbeiten. Also das ist schon noch da. Ich bin gespannt, wie es heute ist, weil heute ist auch wieder so ein Ding, wo ich keinen Termin außen habe. Mhm. Aber es fühlt sich jetzt schon leichter, dann habe ich den Eindruck. Aber ich glaube, das ist ein sehr guter Punkt. Also das kann ich auch für mich, denke ich, mitnehmen. Gleich am Morgen quasi sich vornehmen, was man tut und das gleich irgendwie einplanen, weil das macht es einen viel leichter. Sonst macht man irgendwie andere Dinge, arbeitet, bleibt zu Hause und dann, ja, dann kommt man irgendwann auf die Idee, naja, raus muss ich auch noch, aber dann spontan hat man nicht sofort die Idee, was man jetzt machen kann. Hm. Na, das kenne ich ja von mir. Also ich meine, ich war jetzt die meiste Zeit über eigentlich spazieren, wenn ich draußen war, was jetzt für mich total okay ist, weil mir das total gut tut, deswegen bringe ich da auch gar nicht so viel Abwechslung rein, aber die letzten Tage werde ich jetzt auch mal schauen, dass ich mir einen Plan aufstelle, um noch ein paar andere Sachen zu machen. Ja, wir haben ja noch ein Drittel vor uns, es sind noch 10 Tage. Genau. Und da haben wir noch ein paar Chancen, was anderes zu machen. Ich wollte noch Longboarden mal irgendwann. Soll hast du lang? Eins? Nee, nur eins ausleihen. Auch gut. Ja. Was hast du noch vor, irgendwas? Hast du schon was überlegt konkret?
Joggen auf jeden Fall. Und ich wollte mich mal irgendwie in einen Park oder in einen Café setzen und einfach Leute beobachten. Ja. Klingt gut. Bin ich gespannt, was du siehst. Ja. Ja, dafür muss natürlich das Wetter passen, weil wenn ich mich dann irgendwie raussetze und es regnet, dann gibt es, glaube ich, auch nicht viel zu beobachten. Dann rennen Leute mit Regenschirmen vorbei. Das ist dann auch nicht so spannend. Ja. Na. Mal schauen, wie es wird. Ich habe jetzt aktuell nicht aufs Wetter geschaut, aber Das wird schon passen. wird schon passen. Okay, in diesem Gut. Sinne, bleibt dran, geht raus, nutzt den Tag und wir sehen uns dann zum Fazit wieder. Und davor gibt es vielleicht noch die Einführungsfolge für den nächsten Monat. Genau. Und da, ja, da sind wir dann vielleicht auch ein paar mehr Leute als nur zu zweit. Richtig. Ohne jetzt zu viel zu verraten. Jo. Genau, macht's gut, postet bei uns in der Gruppe und schaut auf monatsmob.de vorbei und gebt uns einen Kommentar zu dem, was wir gerade erzählt haben. Im Genau. Licht. Jetzt wird's wieder Genau. dumm. Ja. Ciao, Tschüssi. ciao. Monatsmob. Hi, hier ist der Alex. Komm. Das soll nicht. Oh, kann man nicht lachen. Der Hi, hier ist. Nein, Ja. Scheiße. Also. Hi, hier ist der Alex. Okay, ich schaue am besten einfach nicht hin.